Es ist ja Black Friday. Ich habe richtig geshoppt. Ich habe in der Nacht bei Zara angekauft und Mama. Heute noch bei... Wow, jetzt bin ich ganz alleine hier unterwegs, denn die Kinder wollten ins Saarland. Für die Kinder wollte ich jetzt und Selin aus dem Smallland. Alles, was ich gezeigt habe, das so schön aussieht, war mal. Hallo meine Lieben, die kleinen Kinder sind heute bei mir gewesen, denn ich habe sie nicht in den Kindergarten gebracht. Der Gianni, ihr wisst ja, dass bei ihm gerade Magen-Darm herrscht und ich dachte mir, bevor er da sich irgendwie auch noch ansteckt, weil ich vermute, dass da noch die Bakterien sind, lasse ich ihn lieber zu Hause. Und die Selin, wissen wir ja alle, die ist sehr happy, wenn sie mal zu Hause ist. Und die letzten Tage war sie schon ziemlich lange im Kindergarten. Aus dem Grund konnte ich ja hier sehr gut vorankommen. Und so war es nicht nötig, dass ich sie unbedingt heute mal hinschicke. Ja, es hat sich gut ergeben. Der Gianni ist angezogen. Oh, das Oberteil sieht so süß aus. Wir haben Kakao gemacht, die Kinder haben gegessen. Ich habe mir einen Kaffee mitgenommen. Schuhe anziehen, Gianni. Und die willst du anziehen? Naja, wir gehen gerade zu Ikea. Ich will morgen nochmal. Batman! Wir sitzen tatsächlich im Auto. Ich habe immer noch keinen Anruf bekommen, sondern wegen meiner Couch. Die soll ja heute geliefert werden. Der Anruf soll erfolgen 2 Stunden vor Lieferung. Wir haben jetzt schon 2 Uhr. Keine Ahnung. Der Idris weiß Bescheid. In einer Stunde kommen die Mädels. Heute ist ja Black Friday. Ich habe richtig geshoppt. Ich habe in der Nacht bei Zara angekauft und Mama. Heute noch bei Zalando. Denn die Mütze, die ich haben wollte für Idris, darauf habe ich jetzt auch noch Prozente bekommen. Und gleich auch für die Itzi was geholt und für mich. Und für mich? Auch bei Zara. Und für mich? Ein Oberteil mit ganz vielen Barbies drauf. Und mich? Schöne Klamotten. So. Mama. Und Idi und sein Auto. Ich habe ihn aber 50 Euro genommen und werde sein Auto tanken. Gianni, wo fahren wir hin? Was? Wo fahren wir hin? Helle? Ja. Wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt zu Ikea, machen den ersten Einkauf fertig. Mama, ja. Ikea. Genau, richtig. Und was ich euch noch fragen wollte, habt ihr was bei Black Friday gekauft? Also ich war wie gesagt bei Zalando, Zara und ich werde noch ein paar Effekte kaufen, weil auf einer Seite, wo ich sie kaufe, sind die ziemlich teuer, aber auch qualitativ richtig gut. Und ja, da gibt es ausnahmsweise jetzt 20%. Und wenn so ein Effekt 50 Euro kostet, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Ersparnis. Hatte ich jetzt eigentlich nicht eingeplant, weil ich sehr viele Effekte gerade gekauft habe. Jedoch denke ich mir, ach, ich brauche sie jetzt für die anderen Videos, für die anderen Formate, weil ich möchte nicht für jedes Format das gleiche verwenden. Also die sollen wirklich, man soll sehen, ah, das ist, wow, ist das toll. Und das ist, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber es wird mehrere Sachen geben, worauf ich mich mega freue. Und wie gesagt, die Kinder freuen sich auch schon so sehr und ich werde auf jeden Fall auch, deshalb habe ich ja meinen Kleiderschrank fertig gemacht. Es kam ja sehr gut an, das Video, wo die Acela mich damals angezogen hat. Das haben wir schon so lange geplant, auch mit der Iselle. Aber jetzt habe ich noch eine bessere Idee, ja, wie wir das machen. Und das wird die nächsten Tage alles gedreht und auch geschnitten. Und ich habe aber auch dazu gelernt, weil ich ja sehr lange jetzt am PC war und so viele Videos habe ich gar nicht geschnitten. Aber ohne mich klappt es nicht so. Ich muss wirklich dabei sein. Die Kinder wollten auch teilweise selber drehen, aber Mama, die sind auch dafür ein bisschen zu klein. Das? Und haben zu wenig. Das ist Erde, mein Schatz. Das ist ein Acker. Was? Tanken! Das ist ein Acker. Und ein Blitzer. Und? Da ist ein Blitzer. Das ist Baba Mama. Okay, wir gehen jetzt mal rein. Ich bin ziemlich gespannt, ob ich das bekomme, was ich Mama, möchte. Was ich gefunden hab. Wow, was ist das? Was ist das? Lag hier im Auto. Lag hier im Auto. Okay, also wir gehen mal schnell rein, weil ich möchte auch ziemlich eilig wieder nach Hause.
denn? Die Lehne. Die Couch. Ich will gucken. Nein. Dann, das ist nur Papier. Der ist gerade sehr interessiert. Ja. Wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen. So. Dani, kannst du bitte das Auto zumachen? Du musst hier drauf drücken. Weil Mama kann das nicht so gut. Gott, Dani, du bist super. Jetzt. Bitte nicht die Couch. Nee, der Idris. Mama. Mama, jetzt ist der Arm. Hallo? Wow, jetzt bin ich ganz alleine hier unterwegs, denn die Kinder wollten ins Sagerland? Also in diese, wie heißt das, da wo man die Kinder abgeben kann, da wollten die spielen und jetzt bin ich tatsächlich ganz alleine hier, habe auch bei der Firma angerufen, die Couch wird gegen 16 Uhr geliefert. Ich laufe hier schnell durch und gucke mir aber auch die Regale, also ich habe ja überlegt, dieses kleinere für die Isel zu holen. Das nur so ist. Und so Körbe auch. Aber ein bisschen andere. Sieht ein bisschen ähnlich den Tisch aus, den ich bestellt habe für das Wohnzimmer. Sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Ich überlege auch diese diesmal zu holen. Unsere sind ziemlich kaputt und die werden etwas. Also die wirken etwas anders. Ist auf jeden Fall eine Überlegung, die zu holen. Also ich habe jetzt doch den Teppich genommen, den ich letztens fast mitgenommen hätte. Jetzt nehme ich ihn mit und schaue für mich nach einem für Wohnzimmer. Aber ich vertrage einfach keinen Teppich und ich habe Angst, dass ich dann wieder Probleme bekomme. Für die Kinder wollte ich jetzt auch... Also die Kinder habe ich dann abgeholt und der Einkauf, ihr seht, weshalb ich nicht filmen konnte. Ich war so ein bisschen überfordert, aber es hat alles super geklappt und nun essen die beiden noch was. Dann geht es los, denn die Couch ist schon da. Mitten auf der Straße, glaube ich. Der Hotdog schmeckt lecker. Ja? Klasse. Mama. Ja, Jan? Aber du hast du auch? Du wolltest erstmal das Eis essen. Genau, im Auto kannst du dann dein Eis essen. So. Haha. Meine. Ja, ist? Du wolltest ganz großes Eis. Ist das? Was möchtest du? Ein Hotdog? Mit dem Eis. Ja, aber das schmilzt bis dahin, Jan. Ja. Celine, Beeilung. Weil dann kannst du gerade dein Hotdog und dein Eis essen. Ich muss ein Kind. Oh Gott. Ich bin am Auto und muss jetzt einen Sitz hinlegen. Okay. Das kann dauern. Celine. Nein, Schatz. Setz dich mal nach hinten. Du kriegst auch mein Handy wieder. So, das hat echt super geklappt. Ich habe das vorne einen Stapel direkt hier drauf geschoben und nun schiebe ich es vom Einkaufswagen ins Auto. Weil das wiegt über 20 Kilo. Sonst keine Chance für mich alleine das Ganze hier so reinzumachen. So, ich muss sagen, mit den zwei unterwegs zu sein, war sehr, sehr erleichternd. Oberramstadt, Hessen. Wer ruft mich aus Oberramstadt an? Ich kann mich nicht anstellen, aber... Teppich.
Es ist unglaublich, weil die Großen sind natürlich, es ist anders, aber mit dem muss ich... Es ist trotzdem natürlich eine Diskussion manchmal, darf ich das haben, darf ich das haben? Und wenn man als Mama Nein sagt, dann ist das, glaube ich, doch energetisch etwas Negatives, weil zum Schluss bin ich voll fertig, wenn ich mit den Vieren unterwegs bin. Und jetzt mit zwei kleinen Kindern, ihr habt gesehen, wie viel ich geholt habe, und die waren nur kurz in diesem Spielplatz gewesen, und ich bin trotzdem total fit. Ja? Und wer wollte dann, dass ich euch abhole? Den Jaden oder du? Wir beide. Ja. Okay. Ich war dann. Ich komme anders nicht in die Kurve. Okay, also jetzt ganz schnell nach Hause, weil das Sofa soll ziemlich groß sein. Der Idris meinte, er weiß nicht, ob wir es gemeinsam schaffen, die nach oben zu bringen. Und ich muss immer noch tanken. Obwohl, nach Hause schaffe ich, aber dann hat der Idris Pech und wird mich killen, weil er dann spät dran ist. Okay, die Zeit rennt! Er hat nichts gegessen, ich habe nichts gegessen. Keiner hat Lust auf den anderen und schon gar nicht auf die Couch. So, warum habe ich ihn? Weil er gut aussieht. Und warum sonst? Weil er gut aussieht. Oh. Scheiße, warte, ist ja? Klar? Wow! Sieht aber schon interessant aus. Okay, wir lassen auf jeden Fall die Möbel da, ne? Genau. Warum ist die so schwer? Wer, die sieht nicht gut aus. Sag mal die Couch. Langsam, so komplette Wohnung ist zerstört. Alles, was ich gezeigt habe, das so schön aussieht, war mal. Und schon sieht es nicht mehr so schön aus. Easy, pass auf, dass du die Couch nicht umwirfst. Also, ich mein Kerl. Mit der Fähre darf keiner auf der Mühle dran, ja? Mama! Ja, die Kicke hat sich aber ganz gut. Ja, aber die Kicke hat sich aber ganz gut. Ich muss gleich mal ein Video machen, wie ihr sehen könnt. Also die Kinder sind von der Couch begeistert. Der Idris sagt, sehr, sehr, sehr mutig mit der Farbe. Also kommt und wir bauen sie einfach so auf. Meine komplette Wohnung ist zerstört. Komplett. Der Innen... Ich habe euch ja gezeigt, wie ich das alles sauber gemacht habe. Und guckt euch das mal jetzt an. Also hier... Okay, das war ich, weil wir nicht da dran kamen. Hier sind Sachen. Der Idris mit seinen Kerzen. Ich mache sie heute, glaube ich, an. Und der komplette Flur ist zerstört. Dreckig und... Ja, das muss ich dann gleich mal hier sauber machen. Sonst kriege ich die Krise. Und der Teppich für die Acelia. Acelia, komm, dein Zimmer ist ja fertig. Machen wir mal den Teppich hin. Ezi, komm her. Isel. Isel! Acelia, komm. Das muss in dein Zimmer. Das ist so. Komm.
Nach oben, ja. Wow. Das wird aber für die Achea sein. Ich will die auch genauso einen kaufen. Nur es gibt den noch in Grau. Ich wollte eigentlich so einen, wo ihr drauf spielen könnt. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber der war weg. Und da wir morgen wahrscheinlich ja auch hingehen, dachte ich mir, ich mach mal gar keinen Stress. Achea, Schatz, du schiebst mich noch nach unten. Ja, wegen ihren Sternen. Oh. Wir können dir morgen den gleichen kaufen. Wir müssen sowieso erstmal hier alles sauber machen. Danke. So, also Ici, hier kommt so ein Regal. Isel. Isel. Das Regal machen wir dahin. Die Boxen. Dann Bücher und so. Dann die Aufkleber von Anna und Elsa und andere. Und dann können wir gucken, welcher besser passt. Ob der oder ein grauer. Nein. Jetzt müssen wir erstmal unten aufräumen. Was denn? Wir können dann, aber das Regal ist nicht in einer Minute aufgebaut, die Achea. Nee, ich meinte, dass wir erstmal nur die Stickers. Ja, aber erstmal müssen wir ja gucken, wie die Möbel da stehen. Und hier erstmal auch sauber machen. Nee, ich will dann Partyfieber, was Alter. Was ist das, Mama? Diese Box, da hast du vier Teile, wo die Boxen reinkommen. Das ist eine Box. Mhm. Acht Stück. Unten machen wir die Boxen rein und oben. Und den gibt es auch in Silber. Aber wir gucken, ob wir den in Silber oder in Rosa für dich haben wollen. Okay? Ich möchte, meine Decke ist gelb. Meine Tänzerin. Wollen wir den oder in Silber bei dir rein? Ich denke in Silber, weil meine Sterne da auch Silber, ja, sind. Nee. Und du den in Rosa. Dann kriegst du ihn jetzt. Ja, bei ihr müssen wir erstmal den Boden sauber machen. Süß. Ja, bei dir passt es nicht so. Kann ich daraus was basteln? Ja, aber nicht jetzt. Also bei Ici würde ich ihn hinmachen, bei dir doch Silber. Weil das beißt sich mit den Kissen. Nein, 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 nein. Doch, so war das geplant. Ich wollte gucken, wo er reinpasst. Guck, Mama, können wir mal schnell. Also das wird jetzt alles wegmachen? Ja. Ja, der ist hässlich, ne? Ja. Und wer hat ihn so voll gemalt? Ich habe nämlich auch schon überlegt, ob wir ihn wegmachen. Ich. Und dieses Bastelrei hier. Ja. Ja, morgen können wir das mit Baba alles runter machen. Das, dann kaufen wir so einen kleinen Tisch. Kostet 15 Euro bei Ikea. Dann können wir den dahin machen mit Stühlen. Und hier dieses Teil, was ich gerade da gekauft habe. Ja. Und dann sieht es wieder schön aus. Und dann das Geschenk von Selin. Zu Weihnachten da in die Ecke, dann sieht man auch die Heizung nicht mehr. Ich kann ja jetzt draußen nicht mal mehr Pommes essen und Chips werden in meinem Fall auch nicht mehr gegessen von mir und auch nicht mehr von den Kindern. Wir haben noch eine Packung da, die ist noch okay, aber danach werde ich keine mehr kaufen. Und nun, ja, Geschirrspülmaschine ausräumen, den Abwasch, da habe ich den Edi schon gesagt, nächstes Mal bitte einfach sauber machen. Ich weiß, es ist von uns, aber trotzdem, ne? Das habe ich aus dem Auto mit und ans Wohnzimmer habe ich mich noch nicht dran getraut, an dem Flur auch nicht, denn ich habe einfach zu viel Hunger. Zuerst mache ich die Kartoffeln, weil die ja auch brauchen, bis sie dann fertig sind. Und ja, das ist so das, was wir jetzt gerade machen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht mal müde. Also mir geht es wirklich sehr gut. Ich schnibbel hier die ganze Zeit und die Kinder klagen mir die Karotten. Ich habe, glaube ich, ganz Kilo fast. Also, okay. Also Kilo habe ich gemacht, nee. Das ist noch übrig geblieben. Es ist wirklich nicht mehr viel und sie essen das die ganze Zeit ungekocht, also noch besser. Alle Vitamine sind noch da drin. Und ich habe jetzt hier auch einen Salat gemacht. Meine Kartoffeln sind mittlerweile fertig. Ich habe sie diesmal mit Butter gemacht. Also heute fange ich an, Butter zu essen. Und da ist mein Kürbis mit Karotte am Kochen. Gianni, guck mal, da ist dein Essen. Mama. Gleich, ich muss essen, Mäuschen. Es ist 8 Uhr, ich habe nichts gegessen außer Reiswaffeln. So, ich habe jetzt den Flur sauber gemacht. Hier habe ich auch schon ein bisschen umdekoriert. Da kommen auch noch neue Fotos rein. Und die IC. Wow! Aha, genau. Und das habe ich gesagt, müssen wir direkt nach unten bringen, damit es nicht hier unordentlich wird. Die Aufbauteile bitte geben. Alles, was da am Müll liegt. Aber hast du super gemacht.
Oh, ob das so richtig ist? Andersrum. Was? Nein. Doch, warte. Guck mal, soll ich das mal hier zeigen? Weil, guck mal, hier. Ja, warte mal, sind das drei Stück? Ja. Und dann muss das nicht mal hier so dran sein. Und dann müssen wir das aber auch wieder abmachen. Wieso? Sonst geht das nicht. Hast du toll gemacht, mein lieber Mann, super. Aber halt ein paar Liter. Ach, das ist, du bist noch klein, dass du es überhaupt gemacht hast, finde ich klasse. Nee, machst du das? Wir haben jetzt ganz viel aufgeräumt. Ja, der Klaus war da und meinte so, Patricia, wie kannst du das? Ich habe immer noch nicht meine Effekte gekauft. Ich hoffe, dass das länger geht, aber ich glaube, es stand bis zum 27. Ich werde gleich mal nachschauen. Und ich wollte euch mal zeigen, die Achille hat jetzt Akkord mit mir sauber gemacht. Sie hat wirklich sehr viel sauber gemacht. Ich zeige euch, wie das aussieht. Und wie ist der Film? Erwachsen, hä? Ja, das Mädchen hat voll Pech. Genau. Ah, die kenne ich, die Schauspielerin. Und wie ist die Couch? Gut, nicht so kalt. Mein kleiner Hase. Oh, ich habe die Effekte nicht gekauft. Ich hoffe, die Prozente gibt es auch noch später. Oh, Mist. Ich wollte Effekte kaufen für unsere Videos. Und wir sind Tattoo! Wir spielen traditionelle südafrikanische Isikapapier-Musik. Warte, ich muss gucken, warte. Ah, ich weiß, was das ist. Okay.